Hallo alle zusammen, wie geht's, wie steht's? Ich habe heute einen Haul für euch und der ist ein wenig herbstlich, würde ich sagen. Vor meinem Fenster regnet es gerade übrigens und da möchte man es warm und kuschelig drin haben, nicht wahr? Als erstes habe ich ein Duschgel und zwar diese Aromadusche von Kneipp. Ich einzigartig Sandelholz und Kardamom. Ich habe unter meiner Dusche einfach etwas Würziges, etwas Weihnachtliches oder Herbstliches vermisst und einen warmen Duft. Ich habe viele Duschgels, die so mehr in die Fruchtrichtung schlagen und da war dies hier eine wunderschöne, willkommene Abwechslung. Ich wünschte, es gäbe zu diesem Duft eine Bodylotion. Die würde ich mir sofort kaufen. Es riecht einfach nur wunderschön warm und würzig. Sehr, sehr geil. Wirklich. Kann ich euch nur empfehlen. Ist eine limitierte Edition, also geht raus und holt euch das. Oder riecht einfach mal dran, vielleicht gefällt euch das ja. Als nächstes noch ein Duschgel, auch wieder von Kneipp. Ich liebe einfach diese Düfte, die sind so natürlich, viel natürlicher meiner Meinung nach als die von Balea. Ja, es ist wirklich so eine Aromadusche. Diese Version heißt Stressfrei mit Orangenblüte und Mandarine. Das ist ein wärmerer Zitrusduft als zum Beispiel die Düfte, die mehr in die Lemon, also die Zitronen- oder Limonenrichtung gehen. Ich finde, es passt auch zum Herbst und zum Winter. Sobald das Wetter kühler wird, braucht die Haut mehr Aufmerksamkeit und Pflege. Deshalb habe ich mir auch diese Alverde Intensiv Repair Pflegecreme mit Avocado nachgekauft. Die habe ich letzten Winter gern benutzt, pflegt sehr gut trockene Haut. Wunderschöne, gute Pflege für abends. Sehr reichhaltig. Dann habe ich mir diese Balea Beauty Effects Power Maske gekauft. Mami Seelen hat davon erzählt, dass das halt so ein guter Dupe oder eine gute Alternative wäre zu dem Serum von dieser Reihe. Hier sind 50 ml drin. Ich habe diese Maske auch schon verwendet. Ich habe sie einmal über Nacht einwirken lassen. Ich habe das Gefühl gehabt, das tat meine Haut nicht so gut. Am nächsten Morgen hatte ich so kleine Pickelchen. Wahrscheinlich war es einfach zu viel für meine Haut. Aber zum Beispiel heute Morgen habe ich sie aufgetragen, Yoga gemacht. Abgewaschen dann beim Duschen. Klingt ja auch wirklich gut, hat halt diesen aufpolsternden Effekt und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, meine Haut sieht schön plump aus, also richtig schön gepflegt. Proper. Steigerung der Hautstraffung mit Hyaluronsäure. Ja, Hyaluronsäure hat halt genau diesen Effekt, diesen aufplusternden Effekt. Das bindet halt Wasser und dann habt ihr automatisch so ein kleines Babyface. Also ausprobieren, wenn ihr trockene Haut habt. Drauf steht zwar, dass man die 5 bis 10 Minuten einwirken lassen soll, aber ich denke, man kann das auch eine halbe Stunde drauf lassen, ohne Bedenken. Oder halt über Nacht, wenn ihr wirklich sehr trockene Haut habt. Das nächste Produkt habe ich gleich zweimal gekauft. Eins davon hat mein Freund schon in seiner Tasche, aber dieses hier habe ich für mein Haul-Video aufgehoben. Und zwar ist das Alverde Lippenbalsam mit Calendula. Ich finde diesen Lippenpflegestift sehr gut. Bringt mich immer wunderbar durch den Winter. Wenn ihr Probleme mit rauen Lippen habt, und ich glaube, das haben wir alle im Herbst und Winter, dann probiert einfach mal diese Alverde Lippenpflege aus. Ich finde die sehr, sehr gut. Als letztes habe ich zwei Make-up-Produkte. Und zwar einmal diesen Mascara von Catrice. Das ist der Glam & Doll Volume Mascara. Der sieht so ein bisschen aus wie dieser Hypnose von Lancôme. Der hat so ein kleines Plastibürstchen, beziehungsweise ein größeres Plastibürstchen. Sehr lang und schmal, mit kleinen Spikes. Ja, ich habe den auf eine Empfehlung von Viviana das Make-up gekauft. Die hat den halt in der wasserfesten Version und meinte, es ist unglaublich gut in der wasserfesten Version. Ich finde den Mascara gut, allerdings krümelt er unglaublich. Zumindest in dieser nicht wasserfesten Version, wie ich sie habe. Ich mag wasserfeste Mascara einfach nicht so gern, da sie halt so schwer abzubekommen sind. Ich möchte an meinen Wimpern nicht rumreiben müssen, um einen Mascara abzubekommen. Dann benutze ich lieber einen, der schneller abgeht, dafür halt vielleicht bröselt, wenn man sich einen kauft, der natürlich nicht bröselt. Zum Beispiel der Maybelline Sensational Mascara, der ist sehr gut. Als letztes habe ich einen Lip Liner von Essence. Der ist in der Farbe 08 Red Blush. Das ist so ein tiefer Ton, passend zum Herbst in einem Weinrot. Den habe ich auch heute drauf, genau wie den Mascara. Also wenn ihr euch mal ein Bild davon machen wollt, dann zeige ich euch das jetzt. Ist okay. Der Lippenstift, den ich darauf trage, geht halt auch relativ schnell ab. Deshalb hält die ganze Kombi wahrscheinlich nicht so stark und er geht auch sehr leicht zu verwischen. Also wenn ich hier so einen Strich male, dann ist es sehr leicht, das wegzuwischen einfach. Aber er lässt sich wirklich sehr schön und weich auftragen und es ist eine sehr schöne Farbe für den Herbst. So, das war's mit meinem kleinen Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt ihm doch einen Daumen nach oben, wenn das der Fall war. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!